Die Vibro-Fahrzeuge sind unterwegs, schnell hin und schnell wieder weg. Nach dieser Devise wollen die Stadtwerke München Beeinträchtigungen für die Anwohner und für den Straßenverkehr möglichst gering halten. Man spürt ohnehin nur ein leichtes Vibrieren, wenn man direkt neben den Fahrzeugen steht. Mit Hilfe der sogenannten Vibroseismik kann der Untergrund ähnlich wie mit einem Echolot untersucht werden. Dazu werden von diesen speziellen Konvois auf Straßen und Wegen in einem Linienraster Schwingungen erzeugt. Die Vibro-Fahrzeuge senken ihre Platten ab, senden ein Vibrationssignal in den Untergrund. Die Schallwellen werden dann von Gesteinsschichten reflektiert und kehren zurück an die Erdoberfläche. Dort registrieren wir sie mit sogenannten Geophonen. Wir zeichnen also die Zeit auf, bis das Signal zurückkehrt, und aus dieser Zeit rechnen wir dann die Tiefe aus. Aus einer Verknüpfung vieler solcher Messpunkte bekommen wir schließlich ein dreidimensionales Bild des Untergrundes, das uns dann die Bohrziele zeigt und die Bereiche, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, heißes Wasser zu finden. In den vergangenen Jahren haben die SWM bereits ein enormes Thermalwasservorkommen im Münchner Boden erkundet. In einer Tiefe von 2.000 bis 3.000 Metern rund 100 Grad heiß. Ideal für die Fernwärmenutzung. Wir wollen das bisherige Wissen einfach nochmal verdichten, was wir auch nicht alleine tun, sondern das ist eingebettet in ein großes Forschungsvorhaben, unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium mit entsprechenden Forschungspartnern. Unser Ziel ist letzten Endes, wir wollen ein sehr, sehr konkretes Bild, ein räumliches Bild haben von dem Thermalwasseraufkommen unter unseren Füßen, um dann im nächsten Schritt das weiterzumachen, was wir ja schon begonnen haben, eben dieses Thermalwasser für die Münchner Fernwärme zu erschließen. Die SWM wollen München zur ersten deutschen Großstadt machen, in der die Fernwärme zu 100% aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Um diese Vision zu realisieren, setzen die SWM in erster Linie auf die weitere Erschließung der Erdwärme, vor allem hier im Münchner Süden. Der Münchner Süden ist günstiger als der Münchner Norden, weil diese Kalksteinschicht, die ja das Thermalwasser führt, ein Gefälle von Norden nach Süden hat, also zu den Alpen hin immer tiefer. Und je tiefer diese Schicht ist, umso höher ist die Temperatur. So einfach ist es. Und wir wollen natürlich dort Thermalwasser schöpfen, wo wir die höchste Temperatur finden. Das ist der Münchner Süden. Die Ergebnisse werden zeigen, wo die SWM in den nächsten Jahren neben Riem und Freiham weitere Geothermieanlagen bauen können. Bis März 2016 sollen die Seismikmessungen abgeschlossen sein.